Herzlich willkommen zum IMOX-Kurs Elektroschutz im Auftrag unserer Sicherheit. In dieser Einheit wird die Funktionsweise von Niederspannungsschutzschaltgeräten behandelt. In dieser Präsentation werden wir auf Überstromschutzeinrichtungen, auf Fehlerstromschutzeinrichtungen und auf Fehlerlichtbogenschutzeinrichtungen eingehen. Zu den Überstromschutzeinrichtungen zählen Sicherungen und Leitungsschutzschalter. Leitungsschutzschalter werden oft auch als MCB bezeichnet. Dies ist die Abkürzung aus dem Englischen von Miniature Circuit Breaker. Der Fehlerstromschutzschalter zählt zur Gruppe der Fehlerstromschutzeinrichtungen, kurz als FI oder als RCD von der englischen Bezeichnung Residual Current Device bezeichnet. Weiters wird auf die Funktionsweise der Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung AFTT, der Arc Fault Detection Device, welche umgangssprachlich auch als Brandschutzschalter bezeichnet wird, eingegangen. Gängig sind auch kombinierte Fehlerstromschutzschalter mit Leitungsschutzschaltern. In diesem Schutzschaltgerät sind die Funktionalitäten von Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter vereint. Kommen wir nun zu den Überstromschutzeinrichtungen. Allgemein gilt, dass Personen, Nutztiere sowie Sachwerte vor zu hohen Temperaturen oder elektromechanischer Beanspruchung geschützt werden müssen. Wie auch im Namen verankert, unterbrechen Überstromschutzeinrichtungen einen elektrischen Stromkreis, wenn der im Stromkreis fließende Strom eine festgelegte Stromstärke über eine bestimmte Zeit überschreitet. Auf den folgenden Folien werden Sicherungen sowie Leitungsschutzschalter, welche sich für den Überlast als auch für den Kurzschlussschutz eignen, näher behandelt. Die Schaltzeichen für eine Sicherung sowie für einen LS-Schalter sind am unteren Rand dieser Folie zu sehen. Schmelzsicherungen unterbrechen den Stromkreis durch Abschmelzen eines Schmelzleiters. Dabei übersteigt der auftretende Strom einen definierten Wert über eine bestimmte Zeit. Auf die Zusammensetzung der Ausschaltzeit wird auf der nächsten Folie eingegangen. Sicherungseinsätze enthalten neben Herstellerbezeichnung spezifische Produktinformationen, die Baugröße, den Bemessungsstrom, die Bemessungsspannung, aber auch den Ausschaltbereich und die Betriebsklasse, welche hier in Gelb markiert sind. Exemplarisch sind hier die Sicherungseinsätze einer Diaset-Schraubsicherung sowie einer Niederspannungshochleistungssicherung, kurz NH-Sicherung, dargestellt. Wenn von einer Sicherung gesprochen wird, spricht man meist nur vom Sicherungseinsatz. Eine Sicherung an sich besteht jedoch aus mehreren Teilen, auf welche in diesem Video nicht eingegangen wird. Sicherungseinsätze sind mit Kurzzeichen für den Anwendungsbereich, das heißt für den Ausschaltbereich und die Betriebsklasse versehen. Diese sehen wir hier nochmals in Gelb eingekreist. Der erste Buchstabe, hier das kleine G, kennzeichnet den Ausschaltbereich. Der zweite Buchstabe, hier das große L bzw. das große G, bezeichnet die Betriebsklasse. Werfen wir nun einen genauen Blick auf den ersten Buchstaben. Der Kleinbuchstabe G steht für einen Ganzbereichssicherungseinsatz. Das heißt, die Sicherung kann Überströme vom kleinsten Schmelzstrom bis zum Ausschaltvermögen ausschalten. Vereinfacht gesprochen schützen Ganzbereichssicherungen vor Überlast und Kurzschluss. Ganzbereichssicherungen können als alleiniges Schutzelement eingesetzt werden. Der Kleinbuchstabe A stellt einen Teilbereichssicherungseinsatz dar. Diese Sicherung kann nur Ströme in einem bestimmten Teilbereich ausschalten. Teilbereichssicherungen sind nur für den Kurzschlussschutz geeignet und müssen daher mit weiteren Einrichtungen für den Überlastschutz kombiniert werden. Oftmals werden diese als Backup-Schutz für andere Schaltgeräte wie zum Beispiel Leistungsschalter verwendet. Die Betriebsklasse ist gekennzeichnet durch den zweiten Buchstaben und stellt den Anwendungsbereich, vereinfacht gesagt, das zu schützende Objekt dar.
Der Großbuchstabe G steht hier für eine allgemeine Anwendung und dient zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Der Großbuchstabe L ist veraltet und wurde durch die Bezeichnung G ersetzt. Hier am unteren Rand der Folie sehen wir beispielhafte Anwendungsgebiete für Sicherungseinsätze. Kommen wir nun zu den Zeiten sowie zur Charakteristik von Sicherungen. Die Ausschaltzeit einer Sicherung setzt sich aus der Schmelz- und der Lichtbogenzeit zusammen. Hier ist anzumerken, dass bei Zeiten größer als 0,1 Sekunden in der Praxis der Unterschied zwischen Schmelz- und Ausschaltzeit vernachlässigbar ist. Die Schmelzzeit stellt die Zeitspanne vom Beginn eines ausreichend hohen Stroms, welcher das Schmelzen des Schmelzleiters bewirkt, bis zum Eintritt des Lichtbogens dar. Die Zeit bis zum Aufschmelzen des Schmelzleiters ist abhängig vom Überstrom. Das heißt, jedem Überstrom kann somit eine charakteristische Schmelzzeit zugeordnet werden. Die Lichtbogenzeit beschreibt die Dauer vom Beginn bis zum Erlöschen des Lichtbogens. Diese Zeiten werden in den Zeitstromkennlinien abgebildet und stellen das zeitliche Verhalten von Sicherungseinsätzen in Abhängigkeit des Stromes dar, welcher die Sicherung zur Auslösung bringt. Vereinfacht gesprochen stellen Zeitstromkennlinien Informationen darüber bereit, bei welchem Strom es in welcher Zeit zur Abschaltung durch die Sicherung kommt. Zeitstromkennlinien dienen, wie bereits erwähnt, zur Bestimmung der Schutzwirkung, aber auch zur Koordination von Sicherungen mit weiteren Schutzeinrichtungen. Konzentrieren wir uns hier auf die dargestellte Kennlinie. Bei einem Strom von 300 Ampere kommt es in 3 Sekunden zur Abschaltung durch die Sicherung. Bei einem höheren Strom von 500 Ampere erfolgt die Abschaltung bereits in 0,2 Sekunden. Erkennbar ist, je höher der Strom, umso schneller erfolgt die Abschaltung. In dieser Grafik wird der Unterschied zwischen Schmelzzeit und Ausschaltzeit-Kennlinie verdeutlicht. Durchgezogen wird hier die Schmelzzeit-Kennlinie einer GG-Sicherung dargestellt. In Strichliert ist die Ausschaltzeit-Kennlinie eingezeichnet. Auch ersichtlich ist in dieser exemplarischen Darstellung, dass ab 0,1 Sekunden kein Unterschied zwischen Schmelzzeit und Ausschaltzeit-Kennlinie vorliegt. In den Datenblättern der Hersteller werden oft mittlere Kennlinien angegeben. Wichtig bei der Angabe von herstellerspezifischen Daten ist, dass die normativ vorgegebenen Grenzen der Kennlinienbereiche eingehalten werden. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass in diesem MOOC nur ein grober Überblick über die Funktionsweise von Sicherungen gegeben und die Thematik nicht abschließend behandelt werden kann. Ich übergebe das Wort nun an Herrn Karl-Heinz Meyer, welcher auf die Funktionalität weiterer Schutzschaltgeräte in der Niederspannung eingehen wird. Danke, Maria. Damit sind wir schon bei Leitungsschutzschaltern angelangt. Miniature Circuit Breakers im Englischen bezeichnet und Leitungsschutzschalter schalten den Stromkreis bei Überlast und Kurzschluss ab. Mein Name ist Karl-Heinz Meyer. Ich bin bei der Firma Eaton angestellt und dort für den Bereich Innovation, Programmmanagement und Kurzschlussstandards zuständig. Wir sehen da auf der rechten Seite einen typischen Leitungsschalter mit zwei wesentlichen Merkmalen. Das eine ist eben der Bimetall-Auslöser, hier auch mit 1 bezeichnet. Wie der Name Bimetall-Auslöser schon sagt, sind das zwei Metalle mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten aufeinander gewalzt, die bei der Erwärmung eben entsprechend das Bimetall als Gesamtes dann verbiegen und dann den das Schaltschloss auslösen. Der zweite Teil, hier mit 2 bezeichnet, wesentliche Teil, ist der elektromagnetische Kurzschlussauslöser, der eben, wie gesagt, beim Kurzschluss anspricht und in der Regel auch einen sogenannten Schlagzuganker beinhaltet, der auch zusätzlich noch das Schaltschloss und auch die Schaltbrücke extra noch aufschlägt, um den Kurzschluss so rasch wie möglich abzuschalten. Wir kommen nun zur Charakteristik, zur Auslösecharakteristik. Und da unterscheidet man im Wesentlichen nach den internationalen Normen sogenannten BCD-Charakteristiken. B steht für 3- bis 5-fachen Nennstrom, C für 5- bis 10-fachen Nennstrom und D für 10- bis 20-fachen Nennstrom. Man sieht also da auf der rechten Seite auch noch einmal die Bereiche unten, wo es also mit BCD bezeichnet ist, ist also der Bereich, wo der Kurzschlussauslöser auslöst. Und im oberen Bereich, dort ist es überall gleich.
löst eben dann das Bimeter aus bei kleineren Überströmen und entsprechend längeren Zeit. Wir kommen dann zu den Fehlerstromschaltern. Fehlerstromschaltschalter schalten eben den Stromkreis ab bei Fehlerströmen gegen Erde. Da vielleicht noch ein besonderer Hinweis, dass Fehlerstromschaltschalter, auch wenn sie mit 30 mA als Nennfehlerstrom bezeichnet sind, den Strom nicht begrenzen, sondern eben dann erst ab diesem Bereich entsprechend auslösen. Die Fehlerstromschaltschalter werden üblicherweise den Überstromschutzeinrichtungen vorgeschaltet und FI-Schaltschalter verwendet man in erster Linie für den Zusatzschutz und natürlich auch entsprechend dem Netzsystem für Fehler und auch für den Brandschutz. Wir unterscheiden Fehlerstromschaltschalter nach der Höhe und Art des Fehlerstromes. Wir haben da auf der rechten Seite auch nochmal typisch so einen FI-Schaltschalter in zwei Polygonen dargestellt, mit der Prüftaste, mit dem Kippschalter und mit dem Aufdruck, wo also der Nennfehlerstrom entsprechend bezeichnet wird. Was ist das Prinzip eines Fehlerstromschutzschalters? Ein stromdurchflossener Leiter erzeugt um sich ein Magnetfeld und das ist eigentlich schon das Prinzip. Wir haben also auf der rechten Seite hier dargestellt einen sogenannten Differenzstromwandler, der sozusagen die Ströme, die hineinfließen in die Anlage und die Ströme, die zurückfließen, misst und detektiert und hier ein Magnetfeld eben aufbaut, sind die Ströme gleich. Ergibt sich kein Magnetfeld, gibt es einen Unterschied, weil in der Anlage ein Fehlerstrom gegen Erde abfließt. Dann ergibt sich hier ein Magnetfeld in dem Wandler, der dann über die Sekundärwicklung, über mehr oder weniger das 2, da einen Strom und eine Spannung aufbaut, die dann wieder auf einen sogenannten permanenten Magnetauslöser wirkt, der dann das Schaltschloss entsprechend aktiviert und auslöst. Beim Überschreiten eines bestimmten Differenzstromes beim 30 mA FI-Schalter ist es meistens, sind das 20 mA, wird eben sozusagen auf den PMA Strom gegeben und Energie gegeben und der auslöst. Wir haben also bei einem permanenten Magnetauslöser ungefähr 40 Mikrovoltampere, wo er reagiert. Also mit 40 Millionstel Watt mehr oder weniger löst man dann bei einem vierpoligen FI-Schalter die 4 Kilo Kontaktkraft aus. Und das ist also schon ein entsprechendes hochsensibles elektromechanisches System. Ja, wir unterscheiden im Wesentlichen nach der Stromart. Bei AC-FI-Schaltern, die reagieren eben ausschließlich auf netzfrequente Fehlerströme. Es gibt den Typ A, der auch schon zusätzlich für pulsierende Fehlergleichströme geeignet ist und die detektiert wird von vielen Haushaltsgeräteherstellern auch empfohlen. Dann gibt es die verbesserte Variante und die neuere Variante, ist der Typ F, der also gegenüber dem Typ A zusätzlich noch gegenüber 10 mA Fehlergleichströmen immun ist und ein verbessertes Frequenzverhalten aufweist. Darüber gibt es den Typ B, der auch schon Gleichströme detektieren kann und den B+, der also zusätzlich zu dem Typ B auch noch ein entsprechendes Brandschutzverhalten hat, wo also bei höher frequenten Strömen der Auslösestrom auch begrenzt wird. Und damit kommen wir eigentlich schon zu den Fehlerlichtbogenschutzeinrichtungen, zu den sogenannten AFDDs, Arc Fault Detection Devices, die also im Wesentlichen brandauslösende Fehlerlichtbögen erkennen sollten und dann entsprechend abschalten. Das Ganze passiert über Mikroprozessorelektronik und über einen entsprechenden Algorithmus. Es wird also der Spannungsverlauf und der Stromverlauf über die Zeit bewertet, einer digitalen Signalverarbeitung zugeführt und dann die Entscheidung getroffen, ob man entsprechend auslösen oder nicht. Fehlerlichtbögen können auftreten durch beschädigte Leitungen, durch beschädigte Isolationen, beschädigte Stecker, lockere Schraubverbindungen und so weiter. Wir haben auf der rechten Seite noch einmal so einen typischen AFDD dargestellt mit den entsprechenden Indikatoren, Auslöseindikatoren und Statusindikatoren. Und in dem Fall ist es also ein echter zweipoliger Schalter. Wir können dann noch einmal ein bisschen genauer auf diese Ursachen eingehen. Beschädigte Leitungen, Isolationen, es werden Kabeln geknickt, es werden Kabeln durch Türen über die Zeit beschädigt. Und dann durch Isolationsfehler dann eben führt es dann zu diesen Fehlerlichtbögen. Wir haben also
beschädigte Stecker. Wir haben also entsprechende Kabel hinter Kästen, Steckdosen hinter Kästen, die also, wie man unter dem Bild erkennen kann, dann dazu führen, dass es mechanisch belastet wird und dann über die Zeit zu Fehlerlichtbögen führen kann. Diese Fehlerlichtbögen sind grundsätzlich sehr schwer zu detektieren, weil man sie immer von den Betriebslichtbögen unterscheiden muss, um keine Fehlauslösungen zu haben. Der Stromverlauf von so einem Fehlerlichtbogen hat eben entsprechende hochfrequente Anteile. Und entscheidend ist auch, dass im Nulldurchgang durch das immer wieder Löschen und Zünden des Lichtbogens ein Spannungsopfer stattfindet. Und dort das entsprechend detektieren werden kann. Sie wachsen über die Zeit an und ist eine kontinuierliche Zerstörung der Isolation und kann natürlich auch sehr stark brandauslösend sein. Da unten haben wir dann noch einmal dargestellt, das Verhaltensmuster, hier kann man erkennen, auch die hochfrequenten Anteile und auch im Nulldurchgang, wie sowas ausschaut. Die Charakteristik für die Stromzeitkennlinie auf der rechten Seite haben wir dann noch einmal dargestellt, dass eben sie noch einmal die BCD Charakteristik von einem Leitungsschutzschalter und in dem linken Bereich, also unter zweifacher Nennstrom, ist also da entsprechend kein Schutzbereich und da greift eigentlich dann der AFDD, der natürlich entsprechende Zeitverzögerung hat und nicht unter einer Sekunden entsprechend auslöst. Wir unterscheiden auch grundsätzlich zwischen sogenannten seriellen und parallelen Lichtbögen. Was ist das? Serielle Lichtbogen liegt also der Lichtbogen und die Isolationsverletzungen oder die Stromunterbrechung im Strompfad. Und beim parallelen Lichtbogen eben zwischen den Leitern und oder einem Leiter und dem Neutralleiter. Und da kommt es dann also auch zu entsprechenden Lichtbögen, wenn die Isolation verletzt ist. Dies war das Modul über die Funktionsweise von Niederspannungsschutzschaltgeräten.